Mein Name ist Roberto González Monjas. Ich bin Konzertmeister und designierter Chefdirigent des Musikkollegium Winterthurs. Die schwierige Corona-Situation hat unser Leben deutlich verändert. Als in Winterthur wohnender Künstler hat es mich interessiert, wie andere Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Bereichen mit der Pandemie umgegangen sind. Ich bin gespannt auf Ihre Erfahrungen. Thorsten, vielen, vielen Dank, dass du den Zeit nimmst, mit mir ein bisschen zu sprechen. Gerne. Über diese außergewöhnliche Situation. Könntest du ein Wort finden, mit wem du die jetzige Lage beschreiben könntest? Ich glaube, nach den 8 Monaten, die wir jetzt durchgestanden haben, würde ich sagen Dankbarkeit. Dankbarkeit aus verschiedenen Gründen. Das eine ist, dass wir in diesen 8 Monaten noch von keinem Mitarbeiter ein positives Testergebnis haben. Wow. Durchaus schon von Familienmitgliedern, aber wir sind durchgekommen. Für ein Haus, das in der Zeit ja auch 80.000, 90.000 Besucher hatte, mit sehr exponierten Angeboten, Hands-on und so weiter, waren doch Befürchtungen da. Aber das hat mich sehr gefreut, dass wir bis jetzt da gut durchgekommen sind. Dankbarkeit auch, dass wir in der Schweiz sein dürfen, oder? Dass wir hier zwar Ausfälle hatten, aber es Mittel gibt, um die zu kompensieren. Kurzarbeit, Ausfallentschädigung, das ist nicht selbstverständlich, oder? Wenn man in andere Länder schaut. Wie gehst du in deiner Funktion mit dem ganzen Coronavirus, der Pandemie um? Was hat sich geändert und wo musstest du ganz schnell reagieren als Direktor des Technoramas? Also man hat in der Situation, spürt man als Direktor noch viel, viel mehr die Verantwortung. Die hat man ja sonst auch, man macht die Budgetpläne, Personalentscheidungen. Aber wenn man plötzlich so denkt, okay, jetzt geht es ans Existenzielle, dann hat man doch ein anderes Gefühl, mit dem man nach Hause geht. Und das hat mich schon beschäftigt. Und während der Lockdown-Zeit, komischerweise, hatte ich mehr zu tun als sonst. Es gab vieles zu organisieren, zu kommunizieren, zu diskutieren. Was mir aber geholfen hat, das muss man auch sagen, ich konnte mich auf ein fantastisches Team verlassen. Das wusste ich vorher schon, aber in so einer Krisensituation, dieser Freitag, war das auch ein 13.? Ich glaube, das war auch ein 13., als diese Nachricht kam vom Lockdown, oder? Da saßen wir zusammen, da haben wir irgendwie 20 Minuten miteinander geredet, was zu tun ist. Dann sind alle aus dem Raum gerannt und um 18 Uhr waren wir fertig, oder? Wir hatten alles, die Website war aktualisiert, die Leute waren informiert, dass es nicht stattfand. Ich glaube, wir waren das erste Haus in Winterthur, wenn ich im Kanton Zürich, das reagiert hatte und alles kommuniziert hatte. Und das zu spüren, oder, dass das Team so gut funktioniert, also das hat mir geholfen. Ich muss nicht alles allein entscheiden. Da sind viele dabei, die mitdenken. Ich habe da Impuls gegeben, Input, so, aber es hat dann funktioniert. So gesehen, ja, man spürt mehr Verantwortung, aber es ist toll zu sehen, dass das Haus auch so gut funktioniert, oder? Dass ich nicht alleine da bin. Ja, und so eine Situation bringt auch das Beste vom Leute. In dem Fall von Technorama ist offensichtlich genau das stattgefunden, oder? Das ist auf jeden Fall so gewesen. Natürlich gab es dann in der Folge gab es auch Diskussionen, oder? Das Haus mit 140 Mitarbeitern, auch dort findet man alle verschiedenen Interpretationen der Situation. Und die Diskussion, die man in der Gesellschaft geführt hat, über Sinn und Zweck der Maßnahmen und so, das gab es bei uns natürlich auch. Machen wir zu wenig, zu viel? Aber es hat immer ein Austausch stattgefunden und man hat nachher in der Mehrheit einen Entscheid treffen können, hinter dem alle standen. Und das war auch schön. Das hat uns nicht zerrissen, oder? Das war wichtig. Ja. So viele Leute sagen, der Welt sei jetzt geändert, verändert und dass sie die Welt mit anderen Augen sehen. Liegen jetzt deine Prioritäten auch als einzelner Mensch woanders? Hat sich das bei dir verändert? Wie ist das? Ich habe mich früher im Studium viel mit Naturwissenschaftsgeschichte auch beschäftigt. Und wenn man jetzt so zurückschaut, die letzten 100 Jahre, die Pandemien, die waren immer schrecklich in der Zeit, wo sie spielten. Es gab danach immer eine Änderung im medizinischen Bereich, in der Administration, in der Organisation von solchen Pandemien. Aber ich glaube nicht, dass das Leben sich grundsätzlich verändert hat. Die Bedürfnisse, die Menschen haben nach Zusammenkommen, nach Bildung, nach Kunst, Kultur, ich glaube nicht, dass sie sich wesentlich ändern. Und wir haben natürlich bei uns im Technorama noch eine andere Situation. Oder was wir eigentlich anbieten, sind physische, haptische, sinnliche Interaktionen zwischen Menschen und Phänomenen. Und das kann man nur ganz schlecht digital ersetzen. Das ist grundsätzlich, das war früher schon so und das ist auch jetzt. Es ist immer wieder ein Thema. Wir nutzen digitale Technologien sehr wohl, um ein Gefühl zu transportieren, eine Emotion zu vermitteln. Aber wir können nicht unsere Angebote wirklich digitalisieren. Das machen viele Häuser, indem sie dann Videos aufnehmen, experimentieren. Aber das ist so ein Nebenschauplatz. Das ist nicht der Kern unserer Arbeit, oder?
Und ich denke, das ist, wenn ich jetzt einen Musiker fragen würde, ist, wenn er die Möglichkeit hat, ein Video auszuspielen oder ein echtes Konzert zu machen, die Emotionen, das Feedback aus dem Publikum, das ist ein ganz anderes, oder? Absolut. Also ich glaube, das kann man schlecht ersetzen. Deswegen erwarte ich eigentlich nicht, dass sich groß was ändert im Verhalten der Menschen, in unseren Möglichkeiten. Das Einzige, was wir vielleicht machen können, dass wir das nächste Mal schneller und anders reagieren können darauf. Dass wir daraus lernen, oder? Wie man damit umgeht als Gesellschaft. Was würdest du sagen, war das Wichtigste, das du aus dieser Situation gelernt hast? Ich glaube, was es wirklich braucht, ist bei all diesen widersprüchlichen Informationen, Aussagen, Forderungen, einen gewissen Pragmatismus und Gelassenheit bewahren. Und wir haben zum Beispiel bei uns nachher gesagt, es gibt viele Gründe, für das zu tun oder etwas nicht zu tun. Wenn wir das eine machen, dann müssen wir uns irgendwie rechtfertigen und so. Es wird plötzlich schwierig. Wir haben immer gesagt, wir halten uns jetzt einfach mal an die Vorgaben der Behörden und setzen die 1:1 um. Schnell, zuverlässig, sorgfältig, aber wir machen nicht mehr. Oder auch wenn es die ganzen Informationen gab und die Forderungen. Weil man kann sich da nicht wirklich positionieren in diesem Feld der Meinung. Das ist ganz schwierig. Wir sind ja ein Haus der Naturwissenschaft auch, oder? Was ich gemerkt habe, es ist ein bisschen Vertrauen in die Wissenschaft verloren gegangen. Und das lag aber, glaube ich, daran, dass viele Menschen noch ein falsches Bild von Wissenschaft haben, oder? Das ist so der Hort, wo man die Wahrheit bekommt, oder? Und diese Wahrheit, die kam jetzt alle 2 Wochen wieder unterschiedlich, oder? Mal Aerosole, mal nicht, dann Kontakt, dann doch nicht Kontakt, dann vielleicht Innenräume. Und das war ein riesiges Hin und Her. Und es war ganz schwer, den Menschen das zu vermitteln, das, was sie jetzt erleben, das ist live Wissenschaft am Entstehen, oder? Da gibt es widerstreitende Ideen, Hypothesen, wird ausgetestet. Und wir haben das jetzt extrem erlebt. Da wurden Sachen rausgeschickt ohne Review, oder? Das kam am nächsten Tag in der Zeitung, das hat noch keiner angeguckt. Aber es ist genau der Prozess, oder? Und der Prozess dauert 1, 2, 3 Jahre. Und in 3 Jahren, wenn alles ausgewertet ist, haben wir vielleicht eine gemeinschaftliche Meinung, das wäre der bessere Weg. Und dieses Relativieren, oder? Was ist Wissenschaft? Oder? Das ist ein Prozess, den wir gerade live miterleben und nicht ein Gesetzesbuch, das man aufschlägt und sagt, das musst du tun. Das hat so ein bisschen gefehlt. Das war viel zu wenig Thema in den Medien auch. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass viele Leute so ein bisschen skeptisch sind, oder? Das war so inspirierend. Danke für diese positive Energie. Danke für alles, das ihr im Technorama macht. Dankbarkeit hast du gesagt. Das fühlen wir alle im Winterthur, glaube ich, fürs Technorama, für euch. Und ja, viel Glück fürs Zukunft. Wir bleiben gespannt, was passiert. Danke Roberto. Dir auch alles Gute. Merci vielmals. Danke. Danke vielmals. Okay.